Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seid hier gelandet bei einem kleinen Horrorspiel, was sich da nennt Layers of Fear. Ja, der liebe dicke Wikinger macht das auch und er sagte, das ist so ein bisschen wie PT auf Droge. Naja, PT habt ihr vielleicht bei mir gesehen. Ich hoffe, die Facecam ist heute nicht zu groß und nicht zu hell. Ich habe das Ganze ein bisschen transparent und dunkel gemacht. Ich muss mich da noch reinfinden, also es wird noch eine Weile dauern, bis es annehmbar ist. Bis es vielleicht sogar befriedigend ist, das Ergebnis der Facecam, aber so lange müssen wir eben mit dem auskommen, was wir haben. Gut, ich fange neues Spiel an und wir sehen ein Gemälde und einen sehr blutigen Ladebalken. Naja, auf jeden Fall soll es ziemlich geil sein, laut dem Wiki. Er hat es nicht so mit Horrorspielen, muss man dazu sagen. Ich schon. Naja, schauen wir mal rein, das kommt jetzt wöchentlich, täglich. Also die ganze Woche täglich, bis auf Sonntag, wisst ihr ja Bescheid. Sonntag kommt dann wieder Doorways, aber schauen wir erstmal. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper and my hands cut so many times on broken bottles. Each night drowning in a cold sweat. But there is a way. Way. To bring back what life took from me, the only precious thing. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wilde. Ah ja. Das sieht ja gut aus. Guckt euch das mal an, das sieht gut aus. Ich kann nur so viel sagen, ich habe die Steam-Kurzbeschreibung gelesen, haben mir mehrere Leute empfohlen. Also nicht die Kurzbeschreibung zu lesen, sondern das Spiel. Auf jeden Fall. Es hat ja so ein bisschen was, weiß nicht, ja, von PT einfach. Also man ist jetzt in seinem Haus eingesperrt, ist ein sehr verrückter Künstler. Guck mal, ich glaube, der hat seine Alte gekillt. Ja, sieht ein bisschen aus wie Lincoln, ist er aber wohl nicht. Was ist denn das hier? Ein Maulkorb? Okay, also wir können uns Gegenstände ansehen. Also für die Unity Engine, ne, muss man sagen, ist das sehr hübsch. Aber gut, kann ich da irgendwie, nein. Ich muss wohl hier reingehen. Ah, geil, das hat eine Physik. Und da waren Rattis. Oh, eine Zeitung. An artist's triumph. Shiked out of gallery opening woes critics. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio. Andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Und ein, Kritiker sagte sogar, er ist die große Seele von Leonardo. Naja, wie auch immer. Ich werde das nicht alles übersetzen, Leute. Das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Ihr wollt, denke ich mal, den Horror erleben. Und es knistert so ein bisschen der Sound bei mir. Ich weiß nicht. Warte. Ich glaube, es ist auch noch Early Access. Also, es ist noch nicht ganz fertig. Oh, ich kann ranzoomen. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil, ne? Oh. Ein Brautpaar und die sind beide ausgestrichen. Also es sieht schön. Ja, und ich kann jede Schublade öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Das ist genau nicht für mich gemacht, sowas hier. Warte mal, die Maus ist doch ein bisschen schnell, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, natürlich geht das nicht. Man kann nicht die Mausgeschwindigkeit im Spiel regulieren. Das mache ich mal mit meinen Tasten. So. Sir, ich habe Ihr Atelier nicht angerührt, wie Sie gesagt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen. Was? Ich will mir nicht die Unordnung darin vorstellen. Und, ja, wenn Sie sich so sehr um diesen Raum scheren, vielleicht sollten Sie vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit daran widmen oder darin widmen, wohin Sie die Schlüssel hinpacken. Ich habe Sie zurück in Ihr Büro gebracht. Haben Sie einen schönen Tag. Das ist ja ein netter Butler. Der ist sehr gut drauf. Oh, okay. Da geht's doch mal runter. Ja, es soll wohl sehr krass sein, das Spiel. Also es soll sehr stark horrifizieren, wie ich so schön sage. Gerne mal. Oh, was steht da? Ich kann es gar nicht lesen. Milligan Avenue Popkes. Wie heißt der? Popkel? Was für ein blöder Name. Pop. Gehen wir mal gucken, wo das Geräusch herkam, ne? Du doofe Ratte, du hast meine Flasche Wein kaputt gemacht. Die war teuer. Komm her. Ich fress die Ratte jetzt. Wo ist er hin? Dumme Sau. Einfach mal alles offen stehen lassen. Tun wir der Ratte einen Gefallen damit.
Wahrscheinlich hasst uns unser Butler dann noch mehr, wenn wir einfach alles offen stehen lassen. Naja, da ist noch ein Zettel. Naja, ja, ich wollte nicht mitnehmen. Oh, was? Paint red? Blue? Green? Was für eine Schrift? Fishers, Pox, Apples, Key, Booze. Okay, das ist wohl eine Rechnung, beziehungsweise eine Einkaufsliste. Ich höre beunruhigende Geräusche. Aber cool eingerichtet hier. Ich meine, sieht alles sehr antiquiert aus, aber wir sind wohl auch irgendwo weit vor unserer Zeit. Ein paar Jährchen. Was ist das denn? Paprika. Zucker, Zucker, Paprika. Oregano. Die haben aber riesige Gewürzbehältnisse. Nee, doch, es ist ganz nett. Also es sieht sehr schön aus, kann man schon mal sagen. Wie sich das Ganze jetzt mit dem Horror darstellt. Da wollen wir mal gucken, ne? Ich hoffe, ich gucke nicht wieder wie ein Auto. Bruder, da guckst du wie ein Auto. Ja, manchmal schon. Oh, es kommt sogar Wasser aus dem Horn. Hey, wir... Der Typ sieht irgendwie gruselig aus. Der hat Koteletten des Todes, guck mal. Meine sind schöner. Ich habe nämlich noch einen Bart dazu. Kann ich das... Ja. Wir haben Licht. Was kann ich denn hier jetzt durchsuchen? Was für da? Achilles Prosthetics. Below Knee Prosthetics. Haben wir etwa eine Beinprothese? Das weiß man nicht. Das werden wir vielleicht noch... Der Schrank klemmt. Rattengift. Contains Antu. Effective when used as a bait poison, water poison, tracking poison. Active ingredients. Alpha Naphthyl Thiorea. Inner Ingredients, was? Diatomaceous Static Color Pigment Water, Beta, Naphthyl, Thiorea. Ja, gut. Okay, also es ist Rattengift. So viel ist schon mal klar. Die Frage ist nur, überall Glasscherben, sag mal. Macht er überhaupt mal seinen Job, dieser Butler? Und da ist eine Rattenfalle. Also wir haben auf jeden Fall ein Nagerproblem. Habe ich denn irgendwo eine Lampe hier? Oh. Aha, das ist richtig cool gemacht, Leute, diese Physik. Das gefällt mir außerordentlich. Wie viele Rattenfallen sind denn hier aufgestellt, sag mal? Also, aufgestellt jetzt nicht so viele, aber wir haben ganz schön Vorrat. Wenn das eine Quest ist, dann werde ich sie nicht erledigen, weil Ratten töten... ungerne. Ungerne. Oh Gott, hier ist gar nicht dunkel, ne? Aber wir haben Licht. Bisher... kommt es mir eher so vor wie ein Exploration-Game und nicht wirklich wie Horror. Weiß ja nicht, also ist noch sehr harmlos. Und da ist eine Kerze an. Warum ist da eine Kerze im Keller an? Ich meine, das kann jederzeit anfangen loszufackeln. Ohne Fiddle. Eine Violine. Ja, seht ihr, man kann nur ranzoomen und Gegenstände aufheben. Wie gesagt, bisher so ein bisschen mehr Exploration-Game als sonst was. Oh Gott, nein. Puppen, Kinder, nicht... auch noch Kinderpuppen. Puppenkinder. Und der guckt, dass er hier irgendwie rauskommt aus den Puppen. Da muss ich schon mal ein bisschen schlucken, du. Nimm's noch auf? Ja, es nimmt auf. Was ist das schön. Ich hoffe, ich bin nicht zu hell. Letztes Mal war ich zu hell bei Dingenskirchen. Und ich habe Katzenhaare auf dem Monitor, sehe ich gerade. Ja. Was machen die da? Was machen die am Monitor, die Katzenhaare? Okay, wir gehen mal rauf, komm. Ich muss auf jeden Fall in mein Büro den Schlüssel fürs Atelier holen. Okay, ich dachte eben, da wäre ein Schatten. Aber alles gut, alles gut. Dann halt nicht. Ist das Blut? Ach du Elend. Little Vinny and Partners got a rat problem. Haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an. Und vergessen Sie es. Also vergessen Sie das Problem. Schnell, effizient und diskret. Also das sieht mir nicht unbedingt nach Wein aus. Das ist ein riesiger Blutfleck. Wahrscheinlich haben wir unseren Butler kalt gemacht. Oh, haben wir auch eine Dame im Haus? Guck mal, das sind Fächer. Galactic's Grand Opening in Flames. Oha.
This is disastrous fire at the new department store kills dozens, injuries hundreds. Oh Gott. Also in einem Einkaufszentrum, da sind wohl viele gestorben bei einer Eröffnung eines Department Store. Ja. Was ist hier los? Sag mal, was hat der Kerl gemacht? Oh, Bandagen. Blutige Bandagen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was... Wenn ich das... Ich würde das gerne ausmachen, die Musik nervt. Ja. Ich glaube, der Typ ist ein Alki. Ja, ich glaube, der Typ ist eindeutig ein Alki. Was steht denn da? Notenblätter. Mhm. Ich glaube, er spielt sehr schlecht. Geht's ja auch nochmal weiter. Oh Gott. Ah. Was ist das denn für ein hässliches Baby? Ist das ein Baby? Das ist... Bah, sieht aus wie ein Baby, aber ekelhaftes Baby. Ein Kleinkind vielleicht. Oh, eine Schmuckschatulle. Was ist das denn? Da ist eine Brosche. Ja, bisher Exploration Game, ne? Ganz einfach. Ein Exploration Game. Du Elend, ist das hässlich. Das ist ein Wolfskind, oder? Ich mag diese Augen da übrigens nicht. Die haben die früher so ekelhaft gemalt. Das sieht furchtbar aus. Oh, der Schlüssel. Alles gut. Rotkäppchen und der böse Wolf, oder was? Oh, ist das gruselig. Der hat das Kind gefressen. Und verwandelt sich selber in das Rotkäppchen natürlich. Nee, die Großmutter hat er gefressen. Nee, da geht's erst los. Warte mal. Ach du Scheiße, das ist die Großmutti. Ja, und dann frisst er Rotkäppchen. Haha. Von wegen aus dem Bauch rausschneiden, der Jäger. Der Wolf hat beide aufgefressen und dann die Einzelteile, die Bröckchen hat er rausgeholt wahrscheinlich noch. Hm. Die Bröckchen von Rotkäppchen ihrer Großmutti. Lieber Freund, lass mich dir eine einfache Frage stellen. Hast du deinen verdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du durch schlimme Zeiten gehst. Das weiß ich wirklich. Und deshalb habe ich zugestimmt, dich diese Illustrationen zeichnen zu lassen. Wegen der alten Zeiten, um der alten Zeiten willen. Ich habe dir sogar eine einfache Aufgabe gegeben, weil ich dachte, das Little Red Riding Hood, also das Rotkäppchen, wäre etwas, das du in deinem Schlaf malen kannst. Was ich nicht erwartet habe, dass du deinen dementen Albtraum in eine Kindergute-Nacht-Geschichte einbettest. Ja, es gibt... Ich werde es auf keinen Fall benutzen und... Ich habe leider bereut, dir im Voraus eine Zahlung zu liefern. Eine Zahlung zu tätigen. Bitte, krieg deinen Scheiß auf die Reihe. Dein alter Freund Liam Brickstone, Papyrus Publishings Limited. Ja. Also scheinbar hat er uns den Auftrag gegeben, Rotkäppchen zu malen. Und wir haben es halt so gemalt, dass der Wolf beide im blutigen Gemetzel auffrisst. Für ein Kinderbuch, natürlich. Ein Ball. Da ist verschlossen. Oh Gott, ist das ein Kinderzimmer? Hat er etwa Frau und Kind verloren? Sieht auf jeden Fall schon benutzt aus. Was steht da? Käppel. Lülülülülü. Okay. Oh, hat er... Oh, die ganzen Puppen. Ich finde das sehr unheimlich. Hat er echt seine Familie verloren und ist deswegen ziemlich am Arsch? Was ist das? Ich weiß, du bist nicht farbenblind. Warum pink? Oh. Papa, Mama und das Kind. Und die Mama ist irgendwie ganz bunt. Oh, guck mal, das Kind ist traurig. Die Mutter ist unter der Erde. Also lebt das Kind noch? Oh, das ist schade. Er hat seine Frau verloren scheinbar. Da ist ein schwarzer Mann.
Ja, Kinder haben irgendwie... Oh, guck mal, ein Soldat, ein Holzsoldat. Also Kinder sind immer, wie soll ich sagen, durch Zeichnungen können sie sehr gut ihre Gefühle ausdrücken. Was ist das denn? Eine Rassel? Eine silberne Rassel? Also er ist bestimmt nicht arm, würde ich mal behaupten. Der hat wahrscheinlich schon Asche. Nun gut. Der guckt auch so scheel irgendwie. Na, okay. Das ist halt tragisch, aber was soll man machen? Und er hat eine Prothese. Ein Cane. Ein Spazierstock. Schade, dass ich meine Beine nicht sehe. Oh Gott, das ist ja... Hängt sich sowas auf, bitte. Das ist ja hässlich ohne Ende. Mein Atelier. Einmal Musik, bitte. Oh, das sind lauter verklebte Pinsel. Warum hat er verklebt und zerbrochen? Warum hat er so viele Pinsel da drin? Na gut, verklebt sind die nicht. Ja, doch, ein bisschen unsauber, aber... Ach, guck mal, das kenne ich doch, das Bild. Dieser Dämon, der auf der Frau sitzt. Ein Schädel, der wurde, glaube ich, sehr makaber. Das Bild haben wir draußen auch schon mal hängen. Guck mal, der pinkelt gerade. Ja, das Kind wird von einem Adler entführt. Von einem Falken vielleicht. Was steht da? Remember your... It's in the first new stroke. Ja, was weiß ich. What's so hard about it? Ja, es ist wohl eine Motivation, sich an sich selbst etwas zu zeichnen. Man sieht es nicht, aber ich glaube, er hat ein Holzbein, oder? Er läuft auf jeden Fall ganz schief. Er hat eine Prothese. Damals waren die ja noch nicht so ausgebufft, die Prothesen. Er hat auch ein Dienstkreuz. Also war er wohl mal in der Armee? Weiß man nicht. Vielleicht hat er da sein Bein verloren. All das lässt sich schon aus den ganzen Details hier schließen, so ein bisschen. Oh, ganz viel Alkohol. Also das ist nie gut. Vor allem, wenn man ein Kind hat, finde ich das verantwortungslos. Klar hat man Schmerz. Man spürt Schmerzen, wenn man jemand Geliebten verliert. Aber, also den Verlust, trotzdem sollte man sich an die halten, die noch da sind. Naja. Was war da eine letzte Horrorshow? Get it right this time. Mach's diesmal richtig. Okay, ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, was der Horror daran sein soll, dass man hier ein Bild hat, aber ich schätze mal, das kommt bald noch. Auf jeden Fall schmiert der Kerl gerne. Was habe ich jetzt davon? Oh, guck mal, ich kann auch mit X hochschauen. Aber ich drücke einfach nur X und er schaut nach oben. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin nicht mehr... Okay, dann ist gut. Was haben wir hier? Oscar Wilde. Ah. Was zur Hölle? Das ist hier nicht... Wo bin ich denn gelandet, sag mal? Oh, und überall dieses Bild, wo jemand einen anderen absticht mit irgendeinem komischen Vieh da oben. Eine Ratte? Oh Gott, das ist gerade ein bisschen eklig. Was? Just out of reach. Ah! Außer Reichweite. Okay. Alles gut. Na dann. Mach ich mal Licht, ha? Geradewegs außer Reichweite. Bisschen Vorhang öffnen? Nein. Oh doch. Gut, ich kann nur das... Ich bin schon wieder woanders. Wow. Ist klar, ich finde es gerade sehr unheimlich hier, Leute. Draußen bewegen sich die Bäume. Naja, dann. Going in circles. Du bewegst dich im Kreis. Wahrscheinlich bin ich gerade richtig besoffen oder sowas. Das ist der Satan. Achso, da geht's nicht auf. Na dann. Ja, hat ein bisschen was von PT, ne? Durch ein Haus laufen, in dem man... Ach, du guckst so gruselig mit deinen Augen. So scheel. Ich finde das sehr gruselig. Ach so, na dann. Na, denkst du über den Sinn einer Kugel nach? Oh,
wo ist denn Licht an? Going in circles. Aber die gucken alle. Die sind, glaube ich, ein bisschen verängstigt, die Leute. Ach, jetzt geht's auf. Okay. Was ist denn hier los? Alles mit sinnlosen Details gefüllt. Da kommen Geräusche aus der Kiste. Was ist da los? Okay. Bist du denn für einer? Da steht er drauf. Bitte bewegen. Ich kann es gar nicht lesen, das ist so klein. Das ist viel zu klein, um es zu lesen. Stell mich mal mitten rein. Ne, bringt auch nichts. Eine Zahlenkombination. Hätte ich irgendwo eine Lampe, dass ich vielleicht mal ein bisschen Licht mache, dann würde ich auch ein bisschen was erkennen hier, aber... Was nehmen wir da? Vielleicht 666? Nein? Na gut. Ne? Ach, die Tür ist verschlossen. Na dann. Na dann. Wie kriege ich die Tür jetzt auf? Über dieses ekelhafte Kind, was gerade verschleppt wird, so wie du aussiehst, Mensch. Oh. Okay. 485. Na dann, probieren wir das mal. Oh Gott, das war eben ganz schön gruselig. Ah, dass die Bilder so zu laufen, das mag ich nicht. The past holds back, look closer. Die Vergangenheit hält zurück, schau es dir näher. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Oh, ist ja ein schöner Heiratsantrag. Naja, Leute, der Part ist lang genug. Ich hoffe mal, das war alles okay mit der Kamera und so weiter. Ich bin halt sehr transparent, ich sehe es gerade, ich bin ein Geist. Auf jeden Fall, ja, ich danke fürs Zusehen. Morgen kommt der nächste Part, es kommt jetzt täglich, bis ich zumindest was Neues habe. Until Dawn will ich keine zwei Parts mehr bringen, das habe ich schon durch, das ist, kommen jetzt eh nur noch 11 Parts, dann ist es durch. Naja, insgesamt. Alles klar, Leute, ich danke sehr fürs Zusehen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Danke fürs Feedback, für die Likes, für die Kommentare. Und wir sehen uns wieder zu Layers of 4 heißt das Ding. Layers of 4. Wo ist der Ausknopf? Da!